Herzlichen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast, heute mit uns so ein bisschen einen Spaziergang durch Österreich, durch Europa, aber auch durch die Welt zu machen. Ich selber verfolge natürlich nicht nur deine Bücher, sondern auch deine Kolumnen und lese dann auch immer wieder so die Kommentare dazu, und da kann man halt sehr, sehr oft lesen, woher weißt du das? Du hast mit so vielen Dingen recht, wie du kurz davor geschrieben hast. Darf ich jetzt diese Frage gleich einmal an dich weiterstellen? Dankeschön. Also zunächst einmal schönen guten Abend. Also ich bin ganz berührt, dass so ein großes Interesse besteht an ein paar Dingen, die ich da vielleicht zu sagen habe. Vielleicht kommt euch gleich wieder ein Faust-Zitat, das sinngemäß lautet: Das Beste verrät man seinen Schülern ja doch nicht. Ich hab meine Quellen, die ich nicht immer wieder preisgeben kann, aber die mir natürlich einen gewissen Einblick eröffnen, den viele andere Menschen nicht haben. Und zum anderen ist es vielleicht auch mein persönliches Medienverhalten. Wir kennen ja alle die Diskussion, die Zeitungen sterben und was weiß ich, die Medienlandschaft ist so traurig und alles Mögliche. Wir haben diese Fake News, darüber werden wir auch noch reden. In Wirklichkeit ist es so, dass ich mit dem Chef einer der größten Mediengruppen Europas einmal zusammengesessen bin vor einiger Zeit, und der mir gesagt hat, dass für die Nachrichtensuchenden, für die Menschen, die Möglichkeit, sich Informationen zu beschaffen, noch nie so großartig war wie heute. Und diejenigen, die Medien krank reden und sagen, eine schlechte Zukunft, das sind möglicherweise Leute, die diesen Sprung in die Neuzeit, sage ich einmal, der Medien nicht geschafft haben. Und das sieht man auch ganz klar, als dieser Anschlag war in Berlin, als dieser Lastwagen in den Christkindlmarkt gerast ist. Man konnte, wenn man alternative Medien sich angeschaut hat, aber auch verlässliche Quellen, sich gesucht hat, eigentlich Stunden zuvor schon gewusst, wer war das, wo kam der Inhalt her und so weiter. Also es war durchaus möglich, sich zu informieren, sich eine eigene Meinung und ein Bild zu schaffen, und zwar jenseits der sogenannten etablierten oder öffentlichen Medien. Das ist jetzt die Frage, die zu stellen ist, welche Medien kann man überhaupt trauen? Naja, ich sage jetzt nichts zum ORF, ich glaube da... Welche Medien kann man trauen? Ich glaube, auch der Medienmarkt ist ein letztlicher Markt, der nach den Gesetzen des Marktes funktioniert. Dort, wo man Vertrauen gewinnt und dort, wo man merkt, die Information stimmt und ist werthaltig, dort will man wieder weiterschauen, und dann bekommt man für sich selbst dann so einen sehr weiteren Überblick. Was liest man gerne und was ist unbefangen, was ist frei, was ist eine ehrliche Meinung. Und Gott sei Dank haben die Menschen das Gespür. Also was mich immer wieder amüsiert, auch im Zusammentreffen mit vielen Politikern, wie sehr man die Menschen eigentlich unterschätzt, dass man so leichtfertig sagt, die Leute sind blöd und verstehen nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen haben einen sehr guten Instinkt und ein sehr gutes Gefühl dafür, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und ich glaube auch, dass sich die Zukunft der Medien letztlich diese Suche nach Wahrheit zu bedienen. Ich habe lange überlegt, welche Themen wir alle besprechen sollen. Habe mich auch ein bisschen erkundigt, was so interessiert. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Folgendes vorschlagen. Wenn es dir auch recht ist, wir beginnen so ein bisschen bei Österreich, machen dann einen Blick auf Europa, machen dann einen Blick auf die Welt. Ich bin überzeugt davon, wir werden so ein bisschen Schlangenlinien gehen. Und ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Ich würde dann gerne einladen, die eine oder andere Frage aus dem Publikum auch zu beantworten. Also vielleicht, falls wir das eine oder andere Thema nicht ausführlich genug besprechen, haben Sie im Anschluss dann gerne die Möglichkeit, hier noch Ihre Frage zu stellen. Beginnen wir bei Österreich. Ich muss dazu sagen, ich bin ein ganz, ganz großer Patriot. Ich durfte sehr, sehr viel auch im Ausland sein, aber ich liebe Österreich. Und mache mir natürlich auch dementsprechend Sorgen. Ich habe eine Tochter und ich habe irgendwie das Gefühl, wir leben in einer Umbruchzeit. Ja? Jetzt können wir natürlich nur unseren kleinen Teil irgendwie richten und beeinflussen. Das heißt, man muss natürlich auf die Regierung vertrauen. Jetzt haben wir eine Zeit lang gehört New Deal, aber auch Bundeskanzler Kern hat gesagt, regieren ist jetzt kein Marathon,
ist ein Marathon und kein Sprint. Nichtsdestotrotz muss man, egal ob Sprint oder Marathon, immer ein Ziel vor Augen haben. Die Frage an dich, wie siehst du im Moment die politische Situation in Österreich? Ich glaube, das Vertrauen der Bevölkerung ist im Moment nicht das allergrößte. Ja, vollkommen zu Recht ist das Vertrauen nicht das allergrößte. Wenn du sagst Sprint oder Marathon, dann kann man mit der heutigen Politik eigentlich nur sagen, die muss man zum Jagen tragen. Ja? Da geht gar keiner am Laufen und schon gar nicht mehr, das sind sie so faul. In Wirklichkeit haben sie nicht vor Augen, dass wir, du hast es richtig gesagt, wir leben in einer Zeitenwende. Die Nachkriegsordnung ist endgültig vorbei. Diese Welt formiert sich neu. Und das hat unsere Politik in keiner Weise verstanden. Diese ganze Frage, wir werden auch vielleicht dazu kommen, was TTIP zum Beispiel betrifft, diese Handelsabkommen, das ist keine Diskussion wie in den 50er Jahren. Wenn man in den 50er Jahren gesagt hätte, ich bin gegen den freien Handel, dann wäre man verrückt gewesen. Wenn man in der Aufbauzeit, man musste die internationalen Beziehungen nutzen und versuchen, Exporte zu generieren, das war vollkommen klar. Aber heutzutage hat sich diese Welt geändert. Das sind ja nicht nur Handelsabkommen, das sind geopolitische, geostrategische Instrumente, um einen Markt zu besetzen, damit dann eben nicht die Chinesen kommen und nicht die Inder kommen und nicht die Russen kommen. Und das muss den Menschen klar sein. Also das ist etwas ganz anderes. Die Diskussion, die wir heute führen, ist ganz anders. Und das sieht man auch am journalistischen Establishment. Das sind alles Leute, die in den 70er Jahren oder von den Alt-68er, wenn wir so wollen, sozialisiert wurden, die eigentlich mit den Argumenten der Gastarbeiter Diskussionen der 70er Jahre versuchen, eine Völkerwanderung zu beantworten, was ja vollkommen verrückt ist. Das sehen wir ja auch, dass unsere Gesetze vollkommen untauglich sind. Wir haben die Menschenrechtskonvention, wir haben die EU-Grundrechtecharta, wir haben all diese, das Asylrecht, das sind alles Dinge, die aus einer Zeit stammen, als wir mit Gastarbeitern zu tun hatten, als wir mit Nachbarkonflikten zu tun hatten und natürlich unseren Nachbarn, und zwar einzelnen, konkret verfolgten Menschen helfen mussten. Aber bitte nicht für die Völkerwanderung, wenn heute 400 Millionen Afrikaner. Und für mich die große Zukunftsfrage ist, wie schnell erkennt man das? Wie schnell kann man umschalten und da entgegenhalten? Und das wird sicherlich, und wenn du von deiner Tochter sprichst, die Zukunftsfrage für Europa schlechthin sein. Bleiben wir bei der Asylpolitik. Beim Herfahren, Jens Merrer, habe ich gerade gehört, Sie haben jetzt eine neue Idee, nämlich 1000 Euro zu bezahlen, wenn die Leute freiwillig wieder zurückkehren. Das ist eine Alternative, gerade im Radio. Sie werden freiwillig zurückkehren, wenn die 1000 leben und wiederkommen. Ich glaube, ich habe das heute auf Facebook kommentiert, weil ich habe das selber gelesen und habe gedacht, in welchem Land leben wir eigentlich? Ich meine, haben wir es schon so abgedankt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, dass unsere Institutionen die Gesetze zum Durchbruch verhelfen, müssen wir den Leuten 1000 Euro zahlen, dass sie die Gesetze halten? Das ist ja krank, bitte. Muss ich mal vorhaken. Ich war selber sehr oft Ausländer und ich bin ein großer Menschenfreund. Ja. Aber am Anfang war es so, wenn du nicht Welcome am Bahnhof geschrieben hast, warst du automatisch ein bisschen auf der rechten Seite. Inzwischen kommt mir vor, es hier ein bisschen ein Wandel passiert. Wo hört die Menschlichkeit auf und wo fängt das Ausnützen an? Naja, also um es mit Zahlen zu beantworten, ich glaube, es sind mittlerweile, ich weiß nicht, das muss ich nicht falsch sagen, wie viel, zig Millionen Menschen auf der Flucht und davon sind, glaube ich, nur 10% Flüchtlinge nach der Genfer Konvention. Und ich würde sagen, dort fängt die Menschlichkeit an. Alles andere sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und wir können nicht jeden, der auf der Suche nach einem neuen Leben ist, einfach die Tore öffnen. Und Milton Friedman hat einmal gesagt, man kann einen Sozialstaat haben, man kann offene Grenzen haben, aber man kann nicht beides gemeinsam haben. So einfach ist es. Ja. Das heißt, wenn jemand dafür plädiert, dass die Grenzen offen sind, dann müssen wir auch den Sozialstaat abschaffen, dann gibt es halt kein Geld. Das ist in den USA auch nicht anders. Wenn Sie heute in die Vereinigten Staaten einwandern, dann kriegen Sie 7 Jahre keinen Cent vom Staat. Ich selbst war eine Zeit lang Assistent an der Universität und bekam die Einladung, ein Studium in den USA zu absolvieren. War also Gast der Amerikaner, wenn man so will, hat mir alles bezahlt. Und dennoch
durfte ich das Land erst dann betreten, als ich nachweisen konnte, dass ich eine private Krankenversicherung abgeschlossen habe, Krankenunfallversicherung, die garantiert hat, dass wenn mir irgendetwas passiert, dann werde ich ausgeflogen aus den USA und in Österreich kam. Ich fand, sie hatten vollkommen recht. Das muss man sich auch einmal vor Augen halten. Wenn Sie heute nach Österreich kommen und vollkommen zu Unrecht einen Jux-Asylantrag stellen, dann bekommen Sie vom Tag 1 die Grundsicherung, Sie bekommen volle Krankenversicherung, bis Sie das Verfahren erledigt haben. Wo gibt es so etwas weltweit? Gehen Sie nach Amerika und sagen Sie jemandem, ich schenke Ihnen jetzt eine Krankenversicherung. Das ist dann undenkbar, das kostet wahnsinnig viel Geld und das sind die Dinge, die wir machen. Und dass das natürlich alle möglichen Glücksritter und Menschen, die ein neues Leben suchen, anzieht, ja, das ist wohl klar. Laut einer UN-Studie gibt es, glaube ich, 3,5 Milliarden Menschen, die in etwa weniger als 2 Dollar pro Tag verdienen. Jetzt glauben Sie, wenn Sie mal mit sowas sehen, auch durch neue Medien verbreitet, was da los ist. Glaubt irgendjemand realistisch, dass man so einen Sturm dann aufhalten kann? Das ist der Verrückte. Böse Zungen behaupten, dass diese Flüchtlingsthematik auch ein unglaublicher Wirtschaftszweig ist. Stimmt das so? Das ist mit Sicherheit der Fall. Sicherheit. Das sieht man allein daran, dass, man muss sich ja vorstellen, diese Flüchtlingsbewegungen, die über das Mittelmeer gehen, funktionieren ja so, dass man mittlerweile einfach ein paar Kilometer nach dem Heimathafen einfach den Motor abstellt und einen SOS absendet. Und dann kommt die italienische Küstenwache angefahren und nimmt die Leute. Aber sie bringt sie nicht zurück, sondern bringt sie ins europäische Festland. Insofern ist ja sozusagen die zynische Bemerkung, das ist die größte Schlepperbeihilfe oder die größte Schlepperamt der Welt, mittlerweile nicht einmal mehr, denn 40% der Flüchtlinge, das waren glaube ich im letzten Jahr über 180.000, die übers Mittelmeer gekommen sind, werden mittlerweile von NGOs, also von Menschenrechtsorganisationen übernommen. Und das muss ich mir vorstellen. Also insofern natürlich ist es ein Geschäft, alles ist ein Geschäft. Ich meine jetzt sogar auch Deutschland, Österreich, es profitieren sehr, sehr viele Organisationen dazu. Da gibt es unglaubliche Zahlen, die herumgeistern, aber natürlich genauso die Schlepper. Alles in allem, das Boot ist voll. Natürlich soll man helfen, wenn jemand wirklich Hilfe benötigt, aber Wirtschaftsflüchtlinge, man sollte sich selber näher sein, als eben zu sagen. Es hat ja einen anderen Hintergrund. Es ist ja gegen einen Wirtschaftsflüchtling an sich nichts zu sagen. Es steht ja jedem frei, in einem Land, in eine Botschaft zu gehen, einen Visa-Antrag zu stellen, das Visum zu bekommen und dann sich zu bemühen, hier Staatsbürger zu werden. Das ist ja nichts Schlechtes. Was aber passiert ist, die gesamte Zuwanderung geschieht unter dem Missbrauch des Asylrechts. Der kommt ja nicht her und sagt, es gibt ein Kontingent und ich würde gerne und ich kann das und jenes und könnte diesem Land irgendetwas beitragen. Sondern kommt her und stellt einen Asylantrag. Weil er weiß, aufgrund dieser verrückten Gesetze kriegt man ihn ja gar nicht mehr los. Wenn Sie den Pass wegwerfen, können Sie nicht mehr abgeschoben werden, weil nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden kann, welches Ihr Heimatland ist. Wenn Sie heute einen türkischen Pass haben und hier Asyl beantragen wollen und das erfolgreich beantragen wollen, dann machen Sie einfach Folgendes. Sie stellen sich vor einem PKK, also Fahne der kurdischen Terrororganisation, lassen sich fotografieren und stellen das für 5 Minuten ins Internet. Und dann schicken Sie sich der Polizei und sagen, schauen Sie, dass in der Türkei jemand sieht, der sich verfolgt und Sie haben sofort den Asylstatus. Das wissen die Leute. Sie gucken die Leute auch nicht mehr an. Denn wenn man sich zum Beispiel die EU-Menschenrechtscharta anschaut, da steht irgendwie, ich glaube, der Artikel 3 ist es, da steht dann drinnen, man darf nicht einmal eine erniedrigende Behandlung ausgesetzt werden. Das heißt, wenn Sie jemanden da haben, der kein Asylrecht hat, der kann vergewaltigen, morden, brandschatzen, Sie können ihn nicht zurückschieben, wenn er in seinem Land eine erniedrigende Behandlung ausgesetzt sein könnte, was vermutlich in jedem dritten Weltstaat der Alltag ist. Ja? Und das wissen die Leute. Und das sagt man natürlich den Bürgern nicht so deutlich, sondern da verwendet man da so komische Begriffe wie subsidiär schutzberechtigter und sowas. In Wirklichkeit ist es nichts anderes als Leute, die wir nicht mehr anbringen. Und wenn ich heute höre, dass der Innenminister Sobotka gemeint hat, er kriegt 50.000 Flüchtlinge, die werden zurückkehren, also da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe auch mit Fremdenrecht viel zu tun, nur milde lächeln. Aber er hat ja nicht gesagt, er kriegt sie an, sondern er rechnet damit und man kann sie auch verrechnen. Wie stehst du dazu? Wie ist deine Einschätzung? Es gibt jetzt doch immer wieder Befürchtungen, dass es durch über den Winter, einfach weil das nicht wirklich sicher genug war, dass die nächste Flüchtlingswelle so quasi vor der Tür steht. Die kommt mit Sicherheit.
Die kommt schon deshalb aus einmal aus zwei Gründen. Das eine ist das Handfeste, wo kriegt man mit Zulagen und alles um, sagen wir mal, 800 Euro geschenkt um eine Krankenversicherung. Das ist in Ländern vollkommen unbekannt. Und das zweite ist natürlich die Macht der Bilder, die man nicht unterschätzen darf. Ich erinnere mich, es war, glaube ich, der erste Irakkrieg. Damals waren die Europäer sehr skeptisch, ob man eingreifen soll. Die gesamte Stimmung in Europa hat sich dann geändert, als man das Bild eines verendeten Vogels gesehen hat. Der lag in einer Öllacke und da hieß es, also, das ist so unglaublich grausam, die Tiere verrecken. Es ist ein böser Diktator, den müssen wir jetzt bekämpfen, und da war der Europäer kriegsbereit. Eine kleine Fußnote, das war eine irre geleitete Rakete, die ist 100 Kilometer entfernt vom Kriegsgebiet eingeschlagen und hatte damit also herzlich wenig zu tun mit irgendwelchen Grausamkeiten, sondern das war einfach die Macht dieses Bildes. Und was glauben Sie, was das auslöst in Menschen, die aus islamischen Kulturen kommen, die in autoritär geführten, straforganisierten Ländern sind, wenn die sich Al Jazeera oder sonstige Fernsehsender anschauen, auf einmal sehen sie, Flüchtlinge drängen 4 österreichische Polizisten zur Seite, marschieren weiter auf der Autobahn, sie werden auch noch begleitet. Die Frau Merkel stellt sich hin und sagt, wir schaffen das, ich nehme das nicht zurück. Und das löst ja einen Run aus, das ist ja wie ein Bankensturm. Natürlich machen sie alle auf den Weg. Ja? Und solange wir es nicht schaffen, nämlich nicht nur die Gesetze zu ändern, sondern auch die Hoheit im Kampf um die Bilder zu gewinnen und zu zeigen, hier nicht, und wir verfolgen das und wir weisen aus, ja? Und wir schaffen Inseln, wo wir Leute abschieben und wir lassen sie nicht das Fest. Und wenn wir das nicht vermitteln können, und zwar in Bildern vermitteln, dass es jeder versteht, wird Europa verlieren. Lösungsorientiert auch zu sein. Ja, jetzt hast du viele verschiedene Themen angesprochen, gleich mit Merkel, Europa. Aus österreichischer Sicht, wie wäre es jetzt deiner Meinung nach angebracht zu agieren? Also ich glaube, aus österreichischer Sicht zum einen müssten wir uns einmal überlegen, wie wir die Gesetze ändern. Also ich halte es für durchaus... Ich habe schon vor Jahren gesagt, der sicherste Zaun ist, das Geld zu streichen. Also ich würde, was all diese Asylsachen betrifft, sofort auf Sachleistungen umstellen, das wäre das Erste. Das Zweite ist ein effektiver Grenzschutz, auch das ist möglich. Das heißt, wenn man die internationalen Abkommen in der Richtung ernst nimmt, muss man sagen, jeder, der aus einem sicheren Drittland einreist, kann dorthin zurückgeschickt werden, und zwar sofort, der muss nicht hierher kommen. Das Dritte ist, dass man sich wirklich überlegen müsste, und dazu wäre meines Erachtens wahrscheinlich eine Zweidrittelmehrheit des Nationalrates notwendig, dass man die Menschenrechtskonvention möglicherweise sogar außer Kraft setzt. Das heißt nicht, dass wir uns nicht selbst einem Kodex unterwerfen, der der Menschlichkeit in jeder Form entspricht, aber dieses Gesetz ist veraltet und das in der Form veraltet. Und das Dritte ist natürlich auf EU-Ebene, und das betrifft die EU-Menschenrechtscharta und all diese Dinge, dass man schaut, dass man das tunlichst ändert, weil sonst sehe ich wirklich schwarz. Bleiben wir trotzdem noch mal kurz in Österreich. Die Sicherheitspolitik ist natürlich auch so, dass im Empfinden der Bevölkerung Sicherheit natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und die Sicherheit nicht ausreichend damit besteht. Wir lesen auch immer wieder sehr viel ansteigende Kriminalität. Ich habe vor wenigen Tagen auch mit einem Polizisten gesprochen, was ich auch nicht wusste. Wenn ein Fehlverhalten nicht zuordnenbar ist, das heißt, wenn ein Täter nicht identifiziert wird, wird es automatisch einem Österreicher zugesprochen. Ja? Damit ist die Statistik natürlich, wusste ich nicht, hat mir ein Polizist erzählt, das heißt, damit ist die Statistik eigentlich von der Kriminalität her, wie viel jetzt Asylwerber betrifft, wie viele Inländer sind nicht wirklich haltbar. Das ist, glaube ich, ein altbekannter Satz. Ich glaube, Churchill war so, das wird ihm zumindest zugeschrieben. Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Sie können die Statistik alles beweisen, alles widerlegen. Wie gesagt, wenn ich sage, was ist Statistik? Statistisch gesehen ist der sicherste Platz bei einem Gewitter die Kirchturmspitze, weil dort sind die wenigsten Leute bisher gestorben, wenn es geklappt hat. Also zu diesen absurden
absurden Ergebnisse führen Statistiken und Berechnungen. Ja, oder wenn ich sage, ich sitze mit dem Bill Gates in einem Raum, ich glaube, er hat 60 Milliarden an Vermögen, dann hätten wir beide ein Durchschnittsvermögen von 30 Milliarden. Also, das sind die Statistiken, also reiner Blödsinn. Natürlich, ich kenne das auch, ich hab zu tun, ich kann da auch den Informanten nicht preisgeben mit einem sehr, sehr, sehr hohen Polizeioffizier, der mir schon vor Jahren, also horribelste Details mitgeteilt hat, wie diese Kriminalstatistiken zusammenkommen. Und jeder Minister kann sie so und so lenken, dass man das hat. Das eine, wie du richtig sagst, wenn es nicht zugeordnet werden kann, wird das entweder Inländern zugeordnet oder unbekannt. Was dazu kommt, ist, wenn sie zum Beispiel sagen, Asylwerberkriminalität liegt bei, ich weiß nicht, 30%. Ja? Wie es jetzt, glaube ich, war, unwegs, glaube ich, Wien betrifft, das war 55% bei der Vergewaltigung. Also irgendwie, so, glaube ich, die Zahlen, die ich jetzt ungefähr im Kopf habe. Das ist ja für sicher schon arg, ja? 34%, 50%. Aber das ist ja noch nicht die ganze Wahrheit. Rechnen Sie mal hoch, wie viele Asylwerber es gibt und wie viele Österreicher es gibt. Und dann setzen Sie die Zahlen in Verhältnis. Und da schaut das ganz anders aus. Dann ist es eine exorbitante Kriminalitätsrate, die wir unter diesen Asylwerbern überhaupt haben. Und das sagt man den Leuten nicht so deutlich. Und für mich war die letzte Kriminalstatistik ein Paradebeispiel. Man hat gesagt, es steigt, ein bisschen nicht zu viel, damit es nicht ganz so arg ist, sonst hat der Innenminister ein Problem, aber doch so viel, dass man den Koalitionspartner unter Druck setzen kann. Also mit Zahlen kann man lügen und jonglieren, wie man Lust hat. Ja. Und wie gesagt, dieser hohe Polizeioffizier hat sogar persönlich einmal die Anweisung bekommen, als die Drogenkriminalität am Schwedenplatz am Höhepunkt war, das war so ganz fest in schwarzafrikanischer Hand. Es gibt verschiedenste, es gibt die Chinesenmafia in Wien, es gibt die schwarzafrikanische, es gibt so verschiedenste Gruppierungen. Der Drogenhandel war zumindest über viele Jahre in der schwarzafrikanischen Hand. Und als das so überbordend war, hat er dann die Anweisung bekommen aus seinem Ministerbüro, sie soll dort einfach nicht mehr kontrollieren, sie soll in anderen Stellen kontrollieren, damit die Aufgriffsrate nicht mehr so hoch ist. Ich habe in deinen Artikeln unter anderem auch gelesen, dass du im Vergleich zu diesen Thematiken den Bürgermeister von New York sehr gelobt hast mit seinen Aktionen. Giuliani hat da in New York relativ schnell die Kehrtwende geschafft. Ja, natürlich, das war auch absolut wichtig. In New York ist er damals versumpft in Verbrechen und Giuliani hat diesen, sagen wir, wie man heute sagen würde, Englisch Law and Order Stil gehabt und der absolut richtig ist. Die Zahlen haben ihn recht gegeben. New York war dann eines der sichersten Städte der Welt. Und wenn ich mir anschaue, was sich da in Wien abspielt, dann frage ich mich, wo ist in Wien der Giuliani, ja, den wir bräuchten. Von den Sachen, die Giuliani damals umgesetzt hat, was würde für Wien passend sein? Alle? Eine ganze Reihe. Es gehört die Strafen erhöht, gerade für Sexualdelikte. Das kann nicht sein, was für Vergewaltigungen betrifft. Mit aller Härte gehört er durchgegriffen. Es gehört bei kleinkriminellen Delikten schon mit voller Härte durchgegriffen. Die Polizei muss präsent sein, die Leute müssen sehen, es hat Konsequenzen, wenn man da durchgreift. Also das muss schon sichtbar sein, auch für die Leute dann. Gut, ich sehe schon viel zu tun, spannende Zeiten, unsichere Zeiten, aber es gibt Möglichkeiten, wie man es lösen kann. Es ist nur wichtig, meines Erachtens nach, dass sich jeder informiert und jeder in seinem Kleinen auch seinen Beitrag dazu leistet. Ja. Da möchte ich vielleicht gleich dazu sagen, wenn man das immer unterschätzt. Es gibt, Bruno Kreisky hat einmal gesagt, er hat sein ganzes Leben gegen den Satz gekämpft, da kann man halt nichts machen. Er hat gesagt, man kann immer etwas machen. Und das stimmt auch. Und ich weiß, als ich zu schreiben begonnen habe, habe ich mir gesagt, ich will die Hoheit auf den Stammtisch zurückbekommen. Das klingt jetzt sehr hart, weil die Stammtische heute sind andere, als sie vor vielen, vielen Jahren waren. Man will uns immer vorsuggerieren, gerade von diesen etablierten Medien, die dumpfe Volksseele und so weiter. In Wirklichkeit ist es ganz anders. Wir haben eine aufgesetzte Form der Political Correctness, diese politische Korrektheit, die die Leute erschlägt. Es traut sich ja gar keiner mehr, irgendwas zu sagen. Und das wollte ich den Menschen schon zurückgeben, wenn ich das so hochtrabend sagen kann, dass die Leute sich trauen, wieder zu ihrer Meinung zu stehen und gegen diese offensichtliche Dummheit anzukämpfen, die leider Gottes für uns. Ein kleines Beispiel dazu kann ich geben. Wir kennen alle das Binnen-I, nicht? Das heißt, die RadfahrerInnen und die MenschInnen und was da alles ist. Und nicht nur, dass es eine Verhunzung dieser schönen deutschen Sprache ist, die eine der wirklich hochstehendsten Sprachen Europas ist. Nämlich muss man überlegen, wie kommt man dazu, einfach in die Sprache so einzugreifen, ist es ja auch purer Unsinn.
Und ich habe mich eine ganze Zeit darüber lustig gemacht, denn man hat doch einmal vor einiger Zeit Millionen Strafzettel vernichtet, weil man gesagt hat, da steht drin der Lenker. Und das sei also furchtbar, es muss die Lenkerin ja auch erwähnt sein. Und ich habe mir dann überlegt, na gut, die Lenkerin ist ja eindeutig weiblich. Der Lenker, das kann männlich oder weiblich gemeint sein. Also was ist jetzt die biologisch männliche Form von Lenker? Lenkerich? Lenkermann? Das ist jetzt ganz falsch, weil die Männer sind diskriminiert. Da steht in der Lenker, das kann beide sein, und die Lenkerin. Das haben wir jetzt drin. Und es geht so weit, diese absurde Political Correctness, dass die zwischen grammatikalischen und tatsächlichen Geschlecht nicht unterscheiden können. Wenn in der davor steht, ist es nicht automatisch ein Mann, und wenn in die davor steht, ist es nicht automatisch eine Frau. Weil der Busenstar ist eine Frau und die Tunte ist ein Mann. Und das Mädchen ist keine Sache. Ja. Und ich habe mich darüber so geärgert und hatte damals einen Artikel geschrieben und dann hatten wir eben auch, da ging es auch um Studenten und die Studentin und so weiter. Und da habe ich gesagt, gut, also Student, also die biologisch männliche Form von Student ist möglicherweise Studerpel oder Studenterich. Und wir hatten, und Sebastian Kurz wurde, glaube ich, zum Studenterich des Jahres gewählt, damals in Paris. Und wir haben damals eine Karikatur gemacht, nämlich den Studenterich. Das war so eine Ente, die in den Wien herumspaziert ist. Und ich hatte damals, und eben zum Thema Hohen auf die Meinungshoheit für die Menschen, dem Chefredakteur gesagt, warum machen wir nicht eine eigene Rubrik in den Leserbriefseiten und die Leute sollen ihre besten Vorschläge einschicken. Das war ein Renner. Sie können sich vorstellen, ich bin gelegen vor Lachen, was da für Vorschläge kamen von den Wiener Philharmonikerinnen und also alles. Und was aber dazu geführt hat, dass die Leute zu lachen begonnen haben. Und es war so verlacht, dass sie sich nicht mehr getraut haben, dieses BNI tatsächlich als Sprachnorm vorzuschreiben. Das wollte man ursprünglich. Hat sogar den lieben Dr. Fröhler gekündigt dort, weil das ein wackerer Kämpfer war, der das nicht wollte. Er wollte das unbedingt durchsetzen, aber wurde dann so verlacht, dass es nicht mehr ging. Und das ist eben so eine urdemokratische Überlegung. Dass es sind die Menschen und die Politiker sind ja letztens großteils Feiglinge. Und wenn die merken, das schwingt, die Leute wollen sich, das schwingt um. Wir können das verändern, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir zu 1000% recht, dieser Genderismus. Wem ist denn das überhaupt eingefallen? Woher kommt das? Weißt du das? Ich bin nicht ich. Ja? Na, auch überhaupt dieses gesamte Genderismus-Thema. Das ist, das könnte ich jetzt so wirklich historisch nicht sagen, wo es herkommt. Es ist mittlerweile eine Pest geworden. Es geht ja mittlerweile so weit, dass man sogar, glaube ich, schon nicht mehr politisch korrekt ist, wenn man das Binnen-I verwendet, weil man dann ja alle anderen wie Transsexuelle ausschließt. Facebook hat, glaube ich, 60 neue Geschlechter eingeführt. Bei 5 hört meine Fantasie auf, gebe ich ehrlich zu. Du würdest staunen. Ich habe dann gesagt, gut, also wenn wir schon politisch korrekt sind, dann sind wir es aber richtig. Dann muss aber auch in jedem Aufsichtsrat eines der 60 Geschlechter sitzen. Dann ziehen wir es aber wirklich durch und dann müssen wir auch bei jeder Ansprache des Politikers alle 60 Geschlechter begrüßen. Weißt du, in Anbetracht dieser Tatsache? Tatsache frage ich mich, warum, und das ist bewiesen, Frauen aber dann dennoch weniger verdienen. Das hat ja damit nichts zu tun. Das ist ja auch für die Frauen gemacht worden. Ich bin bei dir, nur es schießt ja daran vorbei, weil man in Wirklichkeit ja, weil es ja nicht um die Frauen geht. Es geht ja nicht um die Frauen, es geht um die Veränderung der Gesellschaft. Man will die Gesellschaft ändern. Und dahinter steht ein, und ich meine das wirklich wertfrei, ein ursozialistischer Gedanke. Nämlich derjenige, dass man glaubt, man kann das Paradies auf Erden schaffen. Also sozusagen, jeder, sagen wir, richtig innerlich überzeugt. Ich rede nicht von jemandem, der ein soziales Empfinden hat und der für den sogenannten kleinen Mann einsteht. Das hat mit Sozialismus nichts zu tun. Sondern jemand, der es ideologisch so sieht. Die gehen alle zurück auf Rousseau. Und Rousseau hat mehr oder weniger gesagt, der Mensch ist das großartigste Wesen auf dieser Welt. Der ist großartig, der ist fehlerfrei, der ist toll. Das Einzige, was ihn schlecht macht, das ist die Gesellschaft. Ändern wir die Gesellschaft, wir haben das Paradies auf Erden. Das ist der naive Glaube, den man hat. Wenn sich die Gesellschaft verändert und dann hat man das Paradies. Das ist sogar naiver und weniger aufgeklärt als die römisch-katholische Kirche. Weil die sagt, so toll sind wir nicht, wir haben die Erbsünde. Und der Unterschied zwischen konservativ und sozialistisch denkend ist ja in Wahrheit der, dass der sogenannte Konservative
um die Fehlbarkeit des Menschen weiß. Der weiß, ich brauche, die Menschen hauen aus profitgier Giftmüll in die Donau, die patschen Wein zusammen, die machen die unartigsten Dinge. Deswegen brauchen wir Gesetze, wir brauchen Moral, wir brauchen Konventionen. Und dieses ganze Gender geht ja nur in Richtung, verändern wir diese Gesellschaft. Machen wir diese Gesellschaft mal dieser Urglaube, hier diese Gesellschaft verändern zu können. Und das spielt ja auch in die Flüchtlingskrise mit hinein. Natürlich haben wir viele Leute, diese sogenannten Bahnhofsklatscher, wir haben nützliche Idioten, die darf man nicht unterschätzen. Das ist immer für jede Bewegung das wertvollste Fußvolk. Aber letztlich gibt es auch knallharte Ideologen, die sagen, das soll so sein. Und dann muss man sich fragen, warum soll das so sein? Und das ist deshalb so, weil eigentlich auch diese gesamte Asylkrise in Wahrheit der billigste Weg zu einer Umwälzung dieser Gesellschaft ist. Sie haben auf Dauer Menschen, die kein einheitliches Wertekonzept mehr haben. Es ist so wie früher, dass sozusagen 95% katholisch sind und auch wenn nur die Hälfte in die Kirche geht und das glaubt, aber zumindest geprägt ist durch diese Kultur. Sie haben soziale Spannungen, das ist nicht finanzierbar, sie können endlich anfangen, die Sachen umzuverteilen und sie können sozusagen die neuen Menschen schaffen. Sie haben diese neue Gesellschaft und die können sie dann in Regeln formen. Und das ist schon ein Hintergedanke. Und das ist auch der bei diesem ganzen Gender mitspielt. Und die Frau geht das lange nicht. Weil ich bin der Erste, der auf die Barrikaden steht, dass eine Frau dasselbe verdienen muss. Das ist überhaupt keine Diskussion. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um die Veränderung dieser Gesellschaft. Wobei das eigentlich der Naturgesetz spricht. Die Naturgesetze ist ja etwas, ich glaube, wenn man sich heute auf die Naturgesetze beruft, ist man ja auch schon fast ein Rechtsextremer. Es ist ja irrsinnig lustig. Ich habe mir mal bei den Kindergärten der Stadt Wien angeschaut, was die für Richtlinien ausgeben. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe mir da kurzfristig überlegt, ob ich einen Artikel darüber schreiben soll mit dem Titel Die Taliban von Wien. Und zwar, das war irrsinnig lustig, das muss ich mir vorstellen. Da steht mehr oder weniger, nämlich als Lehrstück, was man den Kindern beibringen soll im Kindergarten, ob man Mann oder Frau ist, das ist gesellschaftlich festgelegt, das kann man ändern, das ist nicht die Biologie, das ist sozusagen das Geschlecht nicht, sondern das wurde einem zugewiesen und jeder kann das sich aussuchen. Und jetzt muss ich mir vorstellen, das erzählen Sie mal einem Hormonspezialisten, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt und Sie müssen sich vorstellen, das ist ja wie im primitivsten Mittelalter. Also so etwas überhaupt zu sagen, ist ja eigentlich eine Wissensgesellschaft vollkommen unwürdig. Also allen Ernstes zu behaupten, das gibt kein Mann und keine Frau, sondern das sind die Erfindungen von sonst jemandem. Und das sind Dinge, die gelehrt wurden, das muss man fragen. Ja, Thema, das man sicher noch lang diskutieren kann. Ich möchte jetzt ein bisschen zu einem anderen Land gehen, zu einer anderen Kultur, wo dieses Frauenbild eigentlich versucht wird, wieder in eine ursprüngliche Art zurückzuführen, die Türkei, Islamismus, weil du auch ein bisschen Religion, Kirche angesprochen hast. Auch hier gibt es immer wieder sehr viele Diskussionen, die Islamisierung Europas. Wir wissen, Türkei ist im Moment ein sehr, sehr großes Spannungsfeld. Merkel versucht hier nach wie vor sich einzumischen und genehmigt dort Dinge, die sie bei anderen nicht genehmigt, wo sie so nicht ganz nachvollziehen kann. Was ist deine Einschätzung jetzt mit der Türkei-Thematik? Naja, also bis zu einem gewissen Grad bin ich über Präsident Erdogan ja glücklich, weil ich glaube, der Dümmste hat begriffen, dass die Türkei in dieser Form niemals EU-Mitglied werden kann. Und ich glaube, dass wir dafür die Diskussion gebraucht haben. Denn die Scheinheiligkeit der Politik zeigt sich ja an der Außenpolitik Merkels. Also der Putin darf nicht, der Obama ist gut. Obwohl, also, glaube ich, unlängst die Amerikaner zugegeben haben, auch im Syrienkrieg Uranmunition verwendet zu haben. Bitte, man stellt sich vor, das wäre unter Donald Trump passiert. Es war auch unter Obama, da sagt keiner was, das ist für die Frau Merkel kein Problem, aber der Trump schon. Und mit der Türkei redet sie und ich weiß auch gar nicht, was diese Dame, die Kanzlerin, reitet. Also, dass sie vor jeder Wahl, vor jeder Abstimmung in die Türkei fährt. Und Erdogan diese Bilder liefert, so wie wir beide sitzen, hinter zwei großen türkischen Fahnen, er gestikuliert und sie belehrt. Also welcher Teufel da an sie gefahren ist, das weiß ich bis heute nicht. Ja. Es ist für Europa natürlich schlecht, auf der anderen Seite, ja, es,
man muss sehen, dass die Türkei Atatürks wahrscheinlich die historische Ausnahme war. Es gab immer wieder gerade Konflikte zwischen Europa und der Türkei, wir brauchen gar nicht auf Wien zurückdenken mit dem Türkenkrieg. Das war ein enormes Spannungsfeld und man war wahrscheinlich verblendet durch die letzten Jahrzehnte, weil die Türkei wirklich einen guten Kurs hatte, durch Atatürk einen säkularisierten Kurs. Ich meine, es gibt Zitate von Atatürk über den Islam. Wenn Sie die heute irgendwo posten würden, werden Sie sofort wegen Verhetzung angezeigt. Ja. Nur mal vorstellen, also die Türkei war schon sehr weit, aber mittlerweile ist das Vergangenheit und wir erleben dort eine Re-Islamisierung. Islamismus, katholische Kirche, was mich ein bisschen ehrlich gesagt überrascht ist, dass von der katholischen Kirche sehr wenig Gegenwehr kommt, wenn es geht um die Diskussion, dass das Kreuz aus den verschiedensten Schulen etc. verschwinden soll, dass da das Christkind nicht mehr sein darf, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil es ist meines Erachtens nach Teil unserer Kultur. Naja. Das geht noch viel tiefer. Ich würde sagen, von unseren Kirchenfürsten oder vom Großteil zumindest wäre sicherlich keiner in der Gefahr, jemals gekreuzigt zu werden. Weil sie im Gegensatz zu den Menschen schon sehr angepasst sind. Ich glaube, dass wir wirklich auch, und das muss ich sagen, eine vollkommen verzerrte, nämlich gerade durch diese derzeitige im Allgemeinen Kirchenführung, wie wir sie auch in Österreich und Europa haben, ein vollkommen verzerrtes Bild auch des Christentums selbst bekommen. Denn von den Propheten über Moses, über Jesus, über die Heiligen, die römisch-katholische Kirche war unangepasst. Die hat sich niemals den Zeitgeist unterworfen. Sie werden fast keine einzige Heiligenbiografie finden, der von einem Heiligen, der nicht gekreuzigt, geschlagen, gefürteilt wurde für seine Auffassung. Und sie haben niemals beigegeben, niemals abgeschlossen. Und das sind ja teilweise, was wir heute sehen in der Öffentlichkeit, auch Leute, die sich für die Kirche zu Wort melden, sind ja Epigonen dessen. Die römischen Kaiser haben im 4. Jahrhundert geglaubt, sie können sich diese Kraft, die aus diesem römisch-katholischen Glauben kommt, einfangen und ihre zerfallenden Weltreiche kitten. Das Gegenteil war der Fall, weil die und haben sie auch zur Staatsreligion erhoben, aber das war deshalb, weil die Christen haben sich da nicht dem Zeitgeist unterstellt. Und das, was wir heute sehen, ist leider Gottes eine vollkommen verfehlte Auffassung vom Christentum. Ja. Warum kommt so wenig Gegenwehr von der Kirchenseite? Das ist dieser Zeitgeist. Wir sind auch Kinder ihrer Zeit. Und ich meine, für mich eine der entscheidenden Fragen ist letztlich auch diese Kulturfrage. Wie du richtig gesagt hast, es geht da gar nicht so um die Frage des Glaubens an sich, sondern die Frage, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt. Nachdem ich jede Woche schreibe, muss man auch jede Woche ein Thema finden. Das ist nicht besonders einfach, weil es gibt auch Wochen, da passiert nicht rasend Neues. Und ich bin einmal an einem Wochenende am Sonntag gesessen und dachte mir, ich muss jetzt was schreiben, ich muss morgen abgeben. Und mir fiel nichts ein, was selten vorkommt. Auf jeden Fall, ich habe dann eine Ansprache von Heinz Fischer gehört und dachte, danke. Es war für mich eine Qual, sie mir anzuhören, will ich auch sagen. Es war nicht nur Freude, die erste Freude ist über Goldfund. Die erste Freude ist, man hat es gefunden, aber dann muss man halt schürfen. Also ich musste mir diese 10-minütige Rede anhören, was für mich persönlich an Schmerzen grenzt. Er hat aber dann in seiner Rede gesagt, einen Satz, also wirklich bedeutungsschwanger, salbungsvoll: Demokratie ist immer stärker als Terrorismus. Hat sich zurückgelehnt und noch einmal: Demokratie ist immer stärker als Terrorismus. So, das war alles. Und diesen Satz habe ich aufgegriffen und nicht einmal unfair, der hat ja nicht mehr dazu gesagt. Und habe dann einen Artikel daraus gemacht und habe gefragt: Was ist Demokratie? Und die Antwort ist einfach: Demokratie ist die Entscheidung der Mehrheit und nichts anderes. Wenn 80% für die Einführung der Sklaverei stimmen, dann haben wir die Sklaverei. Da brauchen wir überhaupt keine Illusion darüber machen. Deswegen haben auch die Griechen immer gesagt, der Mann steht für den Eid und der Eid nicht für den Mann. Das heißt, das Gesetzbuch schützt mich vor gar nichts, sondern es sind immer die Werte der Menschen, die dahinterstehen, die dieses Land vertreten.
Und die Frage ist, warum stimmen wir nicht in die Sklaverei ab? Das könnten wir. Wir könnten sagen, wir stimmen in die Sklaverei ab, das hat ja nur Vorteile, außer für den Sklaven. Das könnte uns auch interessieren. Ich hätte eine billige Arbeitskraft, ich muss weniger tun, das Haus ist in Schuss, also warum nicht? Wir tun es deshalb nicht, weil wir aus einer christlichen Kultur stammen, weil wir sagen, ich kann nicht darüber abstimmen, ob die Ulla Weigersdorfer Menschenwürde hat oder nicht. Und selbst wenn der ganze Saal sagt, sie hat sie nicht, sie hat sie trotzdem. Weil wir der Auffassung sind, es gibt Werte, die außerhalb der Demokratie bestehen und die auch demokratisch nicht disponibel sind. Wir dürfen darüber nicht abstimmen. In Wahrheit endet dort die Demokratie. Aber wie kommen diese Werte zustande? Eben nicht demokratisch. Wir stimmen eben nicht darüber ab, finden wir es jetzt gut, dass Menschen Würde haben oder nicht. Im Endeffekt kommen sie aus der Religion, aus einer christlichen Kultur, der christlichen Kultur Europas. Und das darf man nicht unterschätzen. Und lassen wir mal, egal ob sie Atheist sind oder nicht, das hat nicht einmal was damit zu tun, weil sie wachsen in dieser Kultur auf. Und unsere gesamte Auffassung von dem, was gut ist, was böse ist, was richtig oder falsch ist, ist letztlich gespeist aus dieser Kultur. In Indien ist heute noch in gewissen Gegenden, obwohl gesetzlich verboten, noch immer die Witwenverbrennung gang und gäbe. Da denkt sich kein Mensch etwas Böses, weil das ist die Auffassung, die kulturelle Prägung, was man kann und was man nicht kann. Und deswegen sage ich immer wieder, lassen Sie mal 5 oder 6 Generationen komplett ohne diese christliche Kultur aufwachsen. Ich rede jetzt nicht von der Religion im engeren Sinn, sondern als kulturellen Faktor. Und schauen Sie sich dann an, welche Abstimmungen Sie haben. Und da garantiere ich Ihnen nicht mehr, dass es eine Abstimmung gibt, die dann sagt, wir wollen die Sklaverei da. Sind wir zu sehr gute Menschen? Naja, also alle nicht, aber leider Gottes viel zu viele, die jetzt noch an den Hebeln der Macht sitzen und die noch nicht begriffen haben, dass ihre Zeit vorbei ist. Ja. Von der Türkei weiter die Reise nach Griechenland. Griechenland kostet uns viel Geld. Ich weiß, dass du ein großer Gegner bist, dass wir da weiter Geld hineinschießen. Wie wird das enden? Naja, nicht gut. Dieses Griechenland-Thema ist ja eigentlich nur ein Mosaikstein einer viel größeren Frage, nämlich auch die Frage der Währungsunion. Ich meine, die Briten sind ausgetreten. Die Briten waren ja weitgehend gar nicht so involviert, wie wir das waren. Die Briten hatten weder die Währung, den Euro angenommen, noch hatten sie sich den Bankenrettungen angeschlossen und so weiter. Ich glaube, der große Fehler war, man hat diese Währung zusammengeschmiedet, haben wir den Leuten vorgegaukelt, der Euro wird so stabil sein wie der Schilling. In Wirklichkeit ist der Euro heute der Nachfolger der italienischen Lira. Das ist die Wahrheit. Ja. Das war ja jedem Menschen mit einem gesunden Hausverstand vollkommen klar, dass wenn ich ein paar harte Währungen mit lauter schwachen Währungen zusammengebe, dass da keine harte Währung rauskommen kann. Und es war auch ein historischer Fehler, dass man eben Länder wie Griechenland aufgenommen hat und man sagt, sie haben sich hineingemogelt. Es war damals, glaube ich, der Chef der Europäischen Zentralbank, Giscardistan, der noch Altgriechisch in der Schule gehabt hat und reichlich naiv gesagt hat, also es gibt ja kein feindes Europa ohne Griechenland. Nur hat er vergessen, dass zwischen dem heutigen Griechenland und dem alten Griechenland ein paar tausend Jahre liegen und die innere Verwandtschaft des heutigen Griechen mit dem Sokrates ungefähr so groß ist wie meine mit der Heidi Klum. Ja? Darin liegt der Urfehler. Man hat dann versucht, diese Währungsunion auf Biegen und Brechen zu retten und hat sich in diese Schuldenunion hineinlotsen lassen. Das war ja auch dieses Blendwerk der Frau Merkel. Man hat die Merkel bejubelt, weil man kennt die Bilder, sie ist so gehektisch und geschäftig von einem Kongress zum nächsten gegangen. Was hat sie denn gemacht? Gar nichts. Sie hat neue Schulden gemacht, sie hat eine Schuldenunion geschaffen. Auf einmal ist etwas passiert, was es in den USA gar nicht gibt, und dort gibt es schon seit 200-300 Jahren eine Währungsunion. Nämlich, dass ein Land für die Schulden eines anderen Landes haftet. Und das ist die Realität, in die sie uns hineingelost haben. Und aus der kommen sie auch nicht raus. Sie haben dann begonnen, über die Europäische Zentralbank ab März 2015 um 80 Milliarden Euro monatlich, das muss ich vorstellen, jedes Monat, zeitlich unbegrenzt, 80 Milliarden Euro, die man für den Kauf von Schrottpapieren, von faulen Krediten und so weiter verwendet, damit man diese Krisenländer stützt.
Und obwohl Italien, Portugal, Spanien die schlechtesten Wirtschaftsdaten haben, seit es Aufzeichnungen gibt, können sie sich immer wieder auf den Kapitalmärkten neu verschulden, weil die EZB und diese Europapolitik das deckt. Und das Kranke daran ist, wir haften dafür. Wir werden auch ärmer, weil wenn Sie sich anschauen, was Sie heute für den Euro bekommen, das ist die Folge dessen. Das sind nicht abstrakte Zahlen, dass man im Fernsehen hört, naja, also was ich da ein Rettungspaket und dort 100 Milliarden und das interessiert eh keine mehr. In Wirklichkeit wird jedes Mal, wenn Sie so eine Meldung hören, Ihre Brieftasche leichter. Das ist nämlich das, was passiert, weil diese Währung an Wert verliert. Und das Verrückte ist, wir haften dafür und können sogar noch Danke sagen, wenn diese Krisenländer nicht aus dem Euro austreten. Weil wenn sie aus dem Euro austreten, dann werden unsere Haftungen schlagend und das könnte im äußersten Fall bis zur sofortigen Staatspleite Österreichs führen. Das heißt, die einzige Chance, die es gibt, aus diesem verrückten Kreislauf rauszukommen, wäre einen Plan B umzusetzen, das heißt eine Schuldenkonferenz einzuberufen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg war, zu schauen, wo kann man streichen, wo kann man gegenrechnen. Wir müssten wieder dorthin kommen, dass kein Staat für die Schulden eines anderen Staates haftet. Wir müssten die Europäische Zentralbank zurückstutzen und wir müssten vor allem statt Schulden endlich Reformen machen. Eine Frage, die sich natürlich in Anbetracht der, ich sage mal, gescheiterten gemeinsamen Währung natürlich naheliegend ist, ist die heutige EU, so wie sie jetzt ist, überlebensfähig? In der Form sicher nicht. Es ist ja auch, es war ja für mich das Erschreckendste am Austritt der Briten, dass der Juncker nicht gegangen ist. Also in Wirklichkeit, es gibt zwei Gesichter, die das zu verantworten haben. Das eine Gesicht heißt Merkel und das andere ist Juncker. Und ich hatte auch immer eine gesunde Skepsis gegenüber den Briten. Natürlich, wir wissen, die Briten da haben ein gewisses Inseldenken. Die Briten haben immer dazu tendiert, sich sozusagen die Vorteile Europas zu suchen. Aber wenn man sich mit den Briten befasst, und ich sage es jetzt eben in dieser Europafrage, dann kommt man drauf, dass das zum Teil auch weniger egoistisch ist, was die Briten gemacht haben, als man glaubt. Die Briten sind in Wirklichkeit Erzliberale. Und stemmen sich schon naturgemäß gegen alles, was Einheitsstaaten so betrifft. Da sind die Franzosen zum Beispiel ganz anders. Frankreich ist völlig zentral regiert von Paris aus. Ja. Die haben ein ganz anderes Verhältnis, was Zentralismus betrifft. Und Leute, die in der DDR sozialisiert wurden, auch. Ja. Auch wenn sie heute Kanzler sind. Und die Briten haben die Europäische Union als das gesehen, was sie eigentlich sein sollte. Eine Handels- und Wirtschaftsunion. Und dorthin müssen wir hin. Dann könnten wir sogar mehr aufnehmen, wenn die Regeln lockerer sind und wenn man nicht dafür haften muss. Dann könnte man es auch vergrößern. Also es wäre sogar eine Zukunftsfrage der EU, aber die hängt letztlich daran, ob man diesen unseligen Zentralismus abschafft und ob man den Euro reformiert. Das ist die Zukunftsfrage der EU. Weißt du, was mich an Juncker immer besonders fasziniert hat im negativen Sinn? Der hat doch tatsächlich, das ist ein O-Ton von ihm, gesagt, ich mache so lange, bis einer Stopp schreit. Wie geht denn das? Ja, der Juncker ist für mich, ich war ja von Beginn an... Faszinierend, oder? Ja, es ist ein hohes Wort im Verhältnis zu Juncker, aber ich war immer schon äußerst skeptisch ihm gegenüber. Zum einen hat er meiner Erachtens überhaupt nicht die Qualitäten, diese Behörde zu führen. Er stammt aus einem Land und auch aus einer Zeit, die... Also er ist für mich jemand, der definitiv nicht verstanden hat, wohin sich diese Welt bewegt. Das ist mir vollkommen klar. Er glaubt immer noch, das Geld wächst auf den Bäumen, man kann den Kommunisten Tsipras umarmen, man kann die Frau Merkel umarmen und wir küssen uns alle und das geht alles in Ordnung und für alles genug Geld da. Das ist vorbei. In Wirklichkeit kämpft Europa gegen den Abstieg. Und dort, wo wir uns jetzt positionieren, das sieht man vor allem ganz klar, wenn man nach Asien kommt, dort spielen wir gar keine Rolle mehr. Ich meine, es haben bereits, ich glaube, 400 Millionen Chinesen einen moderaten Wohlstand. In wenigen Jahren, oder von 10 oder 15 Jahren, haben die Westniveau. Ich meine, da baut sich ja etwas auf. Und was machen wir? Unsere Schulen werden immer schlechter, es gibt keine Technologie, es ist das, was Europa ja immer hatte, den Vorsprung an Wissen und Technik, das geht immer weiter verloren. Wo sind die großen Unternehmen, IT-Unternehmen, ist das alles amerikanisch oder asiatisch?
Das heißt, wir verlieren den Anschluss. Und wir dürfen nicht vergessen, was das heißt. Ja? Immer wieder heißt das, die Österreicher werden zu wenig und wir brauchen Zuzug und so weiter. Wozu Zuzug? Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt. Das ist ein idiotisches Argument, denn in Wirklichkeit muss ich die Produktivität per Arbeitsplatz erhöhen. In Wirklichkeit brauche ich nicht 10.000 Erntehelfer, die mit der Schaufel da am Feld stehen. Ich brauche einen Traktor, ich brauche einen, der den fahren kann, einen, der den warten kann, einen, der den erfinden kann und kann mehr leisten als 10.000 andere. Und mich erinnert immer unsere europäische Arbeitspolitik an eine alte Anekdote aus Berlin. Da saß also ein Mann im Bagger und baggerte ein großes Bauloch und es kommt ein Gewerkschaftsführer vorbei und schreit: Mann, Sie sind ja asozial. Das, was Sie hier machen, das könnten 10 Leute mit Schaufeln machen. Daraufhin kurbelt er das Fenster runter und sagt: Ja, warum nicht 1000 Mann mit Teelöffeln? Ein bisschen in dieser Diskussion sind wir. Ja? Wir brauchen, um diesen sozialen Standard überhaupt halten zu können, um diese Krankenkassen zu finanzieren, um die Standards für die Menschen halten zu können, der einen unglaublichen Schub an Wissen und Technologie und Kapital, das ist die Stärke Europas. Und überall dort verlieren wir. Und das muss einem klar sein, und ich glaube, dem es am wenigsten klar ist, der sitzt in Brüssel. Ja. Gut, Rubein und Stock, er hatte das Geheimrezept für die Rettung Europas gehabt, nämlich mit diesen zwei Handelsabkommen, zum einen mit Amerika, TTIP, und zum anderen mit dem Handelsabkommen CETA mit Kanada. Ich bin gesessen, ich habe mir die TTIP-Unterlagen angeschaut. Also eine derartige Mogelpackung, deines Erachtens nach CETA, TTIP, ein Handelsabkommen, das immerhin 800 Millionen Menschen angeht. Ja? Also und hier hat man ja auch bewusst versucht, es irgendwo an der Bevölkerung vorbei zu schleusen und es abzuschließen. Gott sei Dank ist man hier mit Informationen von verschiedenen Seiten sehr wohl dann auf Gegenwehr gestoßen, aber teilweise auch nicht sehr erfolgreich. Ja, ich habe ja diese TTIP-Diskussion aus einem anderen Gesichtspunkt nicht verstanden, weil die Handelserschwernisse zwischen den USA und Europa ja faktisch nicht da sind. Der Zoll liegt im Schnitt bei 3,6%. Ja, das, was ich an diesen Abkommen immer vermisst habe, sie haben ja keinen Investitionsanreiz. Warum soll ich jetzt mehr Handel treiben, nur weil es TTIP gibt? Ich habe das schon einmal geschrieben, das sind geostrategische Instrumente. Es geht darum, einen Markt zu besetzen, eine Handelszone zu besetzen. Ich habe es einmal polemisch genannt, um Europa zum 51. Bundesstaat der USA zu machen, ja, wirtschaftlich gesehen. Und zwar bevor die Russen da sind, es ist für mich auch kein Zufall, dass man just am Ende genau als diese TTIP-Diskussion entstanden ist, auch mit den Russen da so einen Keil getrieben hat, die ja eigentlich ein Nachbar sind und Rohstofflieferant. Ich rede jetzt nicht von Putin, aber allgemein ist es auch geostrategisch. Es gibt ein aufstrebendes China, das Handelsinteresse mit Europa hat, und es gibt auch ein aufstrebendes Indien. Das heißt, sich komplett zuzumachen, zu sagen, ich wende mich nur einer Seite zu, das ist einmal etwas, was man sich grundsätzlich überlegen sollte, überhaupt. Und was das TTIP betrifft, ich glaube, wir kennen ja alle die Argumente, ich habe es auch gesehen, der Teufel steckt dort im Detail, das ist in geheimen Verhandlungen ausgehandelt worden. Das sind irgendwelche Überschriften, sie haben die Möglichkeit, dass Konzerne klagen. Es ist, was noch schlimmer ist, ist ja, dass wir unsere Standards verlieren würden, denn ich muss einem Investor garantieren, dass er eben, dass diese Standards sich nicht verschlechtern. Und da gab es ja diese berühmten Beispiele, dass wenn man auf einmal ein Rauchverbot einführt, dass man dann eine Klage eines Tabakkonzerns bekommen kann, weil der sagt, du ruinierst mal mein Geschäft und zahlst mir gleich einmal ein paar Milliarden. Was nicht einmal so aus der Welt ist, weil diese Konzernklagen ja weltweit ein Riesengeschäft geworden sind und man dann tendenziell dazu neigt, sich zu vergleichen. Also man kann da schon was rausholen. Ich habe selbst in den USA gearbeitet und war in einer Kanzlei, die Daimler Chrysler vertreten hatte. Und in den USA ist es so ein gang und gäbiges Geschäftsmodell, dass man einfach einen Konzern klagt. Wegen irgendwas, also überhaupt einfach irgendwas, also ist der Autotür auf den Fuß geflogen oder irgendwie und auch wenn es nicht stimmt und ich will jetzt 50.000 Dollar. Und da, nachdem diese Streitereien gerade zwischen Produkthaftungsgeschichten immens kostenspielig sind, tendieren dann diese Konzerne dazu zu sagen, du pass auf, ich gebe dir 1.000 Dollar und dann ist das erledigt. Das macht es, ist ein richtiger Industriezweig geworden. Daimler Chrysler hat das nicht gemacht und hat wirklich, und da war ich auch dabei, also jede ungerechtigte Klage bekämpft, weil man aus einer Firmenphilosophie gesagt hat, wir zahlen das nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das gerade im angloamerikanischen Raum etwas durchaus Übliches und das hätten die Europäer, oder unterschätzen die Europäer ganz gewaltig.
bin ich absolut deiner Meinung und vor allem wir in Europa haben Gott sei Dank das Vorsorgeprinzip. In Amerika ist es anders, das heißt hier einen gemeinsamen Nenner herbeizuholen ist auf jeden Fall zulasten unserer Standards, also sowohl im Umweltbereich als in vielen verschiedenen Bereichen. Freier Handel, absolut zu befürworten, überhaupt keine Thematik, aber ich glaube, da hätten wir mit TTIP verkaufen wir einfach viel zu viel, was nicht notwendig ist. Dazu muss man auch eines sagen. Man kann den schwarzen Peter nicht nur den Amerikanern zuschieben. Dass die Amerikaner Interesse verfolgen, ist ganz normal, auch wenn das für unsere Politiker nicht normal ist, offensichtlich, dass man die Interessen seines Landes verfolgt. Aber auch in den USA gab es eine ganz breite Diskussion. Und ich muss ja sagen, auch Trump, der sich so vehement dagegen ausgesprochen hat, auch die Amerikaner in Wirklichkeit diese Befürchtung ja auch gehabt. Das muss man schon der Ehrenrettung auch der Amerikaner sagen. Gebe ich dir absolut recht, wir hatten einen sehr interessanten Vortrag in der Akademie mit einem amerikanischen Professor, der genau das bestätigt hat, was du jetzt gesagt hast. Damit sind wir schon beim nächsten Thema, wo wir alle sehr gespannt sind auf deine Einschätzung. Du hast Trump erwähnt. Also Trump, zu Trump habe ich eine eigentümliche Beziehung, weil ich war circa eine Woche, 10 Tage vor der Wahl in den USA in Indien und hatte dort mit Regierungsmitgliedern zu tun und hatte so beiläufig als Gossip, wie man so schön sagt, gefragt, wie wird die Wahl ausgehen. Und dort war die Meinung ganz eindeutig, es wird Trump. Und zwar Trump wird es sehr klar werden. Da war ich überrascht und es hat gestimmt. Und die waren aber vollkommen überzeugt. Das war jetzt nicht eine Einschätzung oder das glaubt einer, sondern die wussten das. Die haben gesagt, das wird da ganz klar. Und da wurde mir klar, also welche Fehlinformation wir alle aufgesessen sind. Wir haben über Monate hindurch die Meldungen und die Propaganda der Clinton-Seite bekommen, die ganze Zeit. Und haben das sozusagen als wahrheitsgemäßes Bild der USA geliefert bekommen. Und wenn Sie sich anschauen, als die Wahl geschlagen war und der ORF berichtet hat und sich die ORF-Journalisten angeschaut haben, dann dachte man, das ist eine Selbsthilfegruppe gescheiterter Journalisten. Entsetzten Gesichtern konnten sie es nicht glauben. Und ja, er ist der gewählte Präsident. Ich habe auch eine eigene Haltung zu Hillary Clinton, die sozusagen sehr gefestigt wurde vor etwa 2,5 Jahren. Da saß ich nämlich an einem Abend zu Hause und habe mit dem Fernsehsender durchgeschaut und bin hängen geblieben beim Günther Jauch. Und das war auch der Abend, an dem der Günther Jauch für mich endgültig gestorben ist. Und zwar gab es eine Sendung und da war Überraschungsgast Hillary Clinton, die noch Außenministerin war oder gerade nicht mehr. Es war die Ursula von der Leyen, deutsche Verteidigungsministerin, dort und einige andere Prominente auch. Und da war an die Wand projiziert, in dieser Millionensendung, ein Bild von Putin mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd sitzend. Das kennt man. Ja. Auf jeden Fall, also, das sind da Dinge, da was ist da los? Und dann sehe ich die von der Leyen. Da war sie nicht sicher, ob die Kamera an ist, noch einmal. Selbe Geste. Und sagt dann als amtierende deutsche Verteidigungsministerin, wenn Männer wüssten, wie doof wir Frauen das finden, sagt sie mit so einem Schal und so einer Frisur. Und die Frau Clinton saß daneben. Die ganze Zeit. Und ich habe mir gedacht, wenn wir wirklich alle lachen wollen, dann geben wir doch ein Foto von Bill Clinton und Monika Lewinsky dort hin. Dann könnte die Frau Clinton wirklich einmal lachen. Das Erschreckende daran ist ja eigentlich das Niveau. Ich meine, man kann zu Putin stehen, wie man will, man kann zu Russland stehen, wie man will. Aber sich in eine Fernsehshow zu setzen und den russischen Präsidenten auszulachen, ja, da muss man sich fragen, wo sind wir da? Ich halte die Frau von der Leyen für, gelinde gesagt, für ein bescheidenes Licht. Die Frau Clinton, die wusste ganz genau, was sie da macht. Und dann dachte ich mir damals schon, die brauche ich als Präsidentin der USA nicht. Bleiben wir beim jetzigen Präsidenten Trump, da geht ja die Palette von bis, also jeden Tag sind neue Meldungen, die uns erreichen. Wie lange glaubst du, oder kann er überhaupt was bewegen, was wir da bewegen, inwieweit ist das eben mehr Reden?
ich kann es ehrlich gesagt persönlich also, sehr schwer noch einschätzen. Das ist auch schwer einschätzbar in den USA. Man muss nur eines sagen, egal wie man zu ihm steht, zwei Dinge sind auffällig. Das eine ist, er stößt an dieselben Grenzen, an die wir ja in Wahrheit auch stoßen. Nur unsere Politiker, zumindest der Großteil, vertreten ja die Interessen des Landes ja nicht mehr. Das ist ja, glaube ich, auch politisch unkorrekt, wenn man die Menschen vertritt, die ihn gewählt haben. Aber das versucht er ja. Ja? Und in Wirklichkeit, ja, wenn wir auch versuchen würden, diese Asylkrise wirklich in den Griff zu bekommen, dann stünden wir vor denselben Schwierigkeiten, vor denen er steht. Er erlässt Einreisestopps und diese Dinge. Ja? Zu denen muss man auch mal sagen, so wie sie der ORF uns erzählt, so sind sie nicht. Ja? Sondern es ist schon moderater und anders durchgedacht. Das ist jetzt nicht nur zumachen und die bindigen alle Moslems, so ist es ja wirklich nicht. Aber er stößt eben auch vor diese Grenze, dass hier eine Gesetzgebung etabliert hat, die mit dieser Völkerwanderung nicht recht gerechnet hat und mit dem auch nicht zurechtkommt. Und deswegen werden ihnen alle Anträge immer wieder abgewiesen, weil es mehr so geht wie uns in Wirklichkeit. Ich meine, wenn wir das auch machen würden, hätten wir auch die Menschenrechtskommission und die Europäische Charta der Menschenrechte, wir könnten es ja auch nicht. Nur bei uns versuchen sie es nicht einmal. Und er versucht es wenigstens. Und das Zweite, was für mich historisch bemerkenswert ist, nicht, dass ein Präsident sagt, ein amerikanischer America first. Also, ich muss immer lachen, wenn die gesamte Journalie diesen Satz aufgegriffen hat und gesagt hat, das ist unfassbar. Und sagt America first, bitte, welcher Präsident der USA hat nicht gehandelt nach dem Motto America first? Das ist jeden Zeit so mal. Aber das Bemerkenswerte ist, dass die Amerikaner, die ja sozusagen an sich unpolitisch sind, erstmal ihren eigenen Präsidenten sehr stark aus dem Inland attackieren. Und das ist eine sehr, sehr neue Bewegung. Das gab es nicht, weil die Amerikaner waren eigentlich sehr stark geschlossen und in Wirklichkeit schwächen sie ja auch damit die USA. Das darf man nicht übersehen. Ich meine, den Trump auf der einen Seite irgendwo lächerlich zu machen oder vorzuführen, ist das eine. Das andere ist, dass das natürlich für die Stellung der USA nicht gut ist. Und das ist für mich etwas ganz, ganz Neues, dass die Amerikaner sozusagen im Inland ihren Präsidenten so bekämpfen, nämlich in dieser Form. Und das beobachte ich sicher weiter, also das ist eine ganz neue Entwicklung. Wird eine spannende, interessante, wie gesagt, ich kann es auch noch nicht wirklich einschätzen, weil die Palette einfach viel zu groß ist. Ich versuche schon die ganze Zeit irgendwo, du warst jetzt doch teilweise nicht sehr optimismusfördernd, wenn man in die Zukunft blickt. Ich versuche die ganze Zeit irgendwo einen Bogen zu finden, wie wir die Thematiken doch noch sehr positiv abschließen können. Vielleicht gelingt mir das mit einem kleinen gallischen Dorf, nämlich unserem Nachbarland der Schweiz. Dieses Erfolgsmodell Schweiz ist ja eigentlich was sehr Positives. Sind da einige Sachen, wo du sagst, das wäre etwas für Österreich, was man umsetzen könnte, wo man sich ein bisschen in Anlehnung, oder ist das einfach von der Mentalität her, vom gewachsenen, historisch gewachsenen Informationsstand doch ein bisschen zu weit weg? Also wenn du eine kurze Sekunde gibst, ich schaue mal, ob ich das finde ich sogar, ich beantworte das vielleicht mit einem Satz, den ich selbst einmal geschrieben habe, wenn ich mich selbst zitieren darf. Wie schafft man es, dass es 500 Jahre keinen Krieg gibt, vier Religionen und vier Volksgruppen mit vier Sprachen und 26 Kleinstaaten zum Wohle aller existieren, die Arbeitslosigkeit weniger als 3% beträgt, die Löhne sehr hoch, die Infrastruktur perfekt und die Universitäten besser als im Rest Europas sind? Das mit einem Wort die Schweiz. Es ist die direkte Demokratie. Das ist nach wie vor. Wir haben in Österreich in Wahrheit nur alle 5 Jahre einmal Demokratie, nämlich am Wahltag. Davor war man belogen, hineingelotst in etwas und dann hat das Volk 5 Jahre lang in Wahrheit gar nichts zu reden. Wir können nur noch zuschauen. Das ist in der Schweiz vollkommen anders. Und in der Schweiz ist es so, sie können eine Volksinitiative einleiten, mit ein paar tausend Stimmen, da wird abgestimmt und das, was da dort herauskommt, ist für die herrschenden Politiker bindend. Das müssen sie umsetzen. Der Wille des Volkes ist zwar fraglos, was vielerlei Vorteile hat, weil einerseits führt es zu einer herrlichen Entpolitisierung, es ist vollkommen wurscht, ob der Strache, der Kern, der Kurz oder sonst jemand dort sitzt, denn wenn er einen Blödsinn macht, dann wird er gestoppt. Das Volk zeigt ihm die rote Karte und kann es auch. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir brauchen, dass die Menschen wieder unmittelbar hineinfahren können. Es würde zu einer herrlichen Politisierung führen, die wir in Österreich dringend brauchen. Ich habe einmal einen Minister, dessen Namen ich jetzt gar nicht
wählen möchte, beim Ausschuss gefragt, ob man hier nicht in diesem Bereich eben langsam aber doch Step by Step entpolitisierende Maßnahmen setzen könnte. Weißt du, was seine Antwort war? Das ist schwierig, weil das ist historisch so gewachsen. Habe ich mich gewundert, jetzt die Frage an dich. Kann man, auch wenn es historisch gewachsen ist, dennoch irgendwie eine Veränderung herbeiführen? Also ich habe jetzt gedacht, dass sie gesagt hat, der Politiker, den du meinst, da könnte ja jeder kommen. Ja? Na, natürlich kann man es verändern. Die Geschichte ist eine Entwicklung. Und warum soll ich eine Entwicklung nicht verändern? Das ist ja auch das, was ich, wenn wir wieder bei der Asylkrise sind, weil die sozusagen das so alles überlagert. Das sind ja keine Naturereignisse, vor denen man hilflos steht. Genauso auch die Struktur Österreichs ist kein Naturereignis, vor dem wir hilflos stehen. Das sind politische Prozesse und die kann ich politisch ändern. Und zwar jederzeit und die soll ich auch ändern. Da gibt es kein Tabu. Diese Bewahrer, ja, soll sich nur nichts ändern. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich einmal gesehen mit dem ehemaligen Raiffeisen-General Konrad ein Interview und da hat er so gesagt, es soll sich nur nichts ändern, es soll sich gar nichts ändern. Da habe ich gedacht, das muss ich mir vorstellen, in einer Welt, die so schnelllebig ist, wo wir andere Antworten brauchen, wenn man das wirklich glaubt, das muss ich nur nicht sagen, alles kann ich in Frage stellen. Es ist auch für mich diese Frage nach links und rechts stellt sich für mich auch in Wirklichkeit nicht. Ich habe es einmal unlängst geschrieben, wenn Sie in der ehemaligen Sowjetunion für die Privatisierung des Gurkenhandels eingetreten sind, dann waren Sie ein Faschist. Wenn Sie in den USA gegen die Todesstrafe demonstrieren, dann sind Sie ein Linker, ein Linksextremer. Wenn Sie vor 2 Jahren nicht am Bahnhof geklatscht haben, waren Sie ein rechter Hetzer. Und wenn Sie es heute noch tun, dann handeln Sie gegen die Parteilinie der SPÖ. So variabel sind diese Begriffe. Es gibt nur Dummes und nicht Dummes. Und ich glaube, dorthin müssen wir finden. Und das hat mit Ideologie da nichts mehr zu tun. Tassilo, ich möchte dir an dieser Stelle herzlich danken. Du hast hier offen gesagt, offen geredet und möchte Sie jetzt einladen, vielleicht die eine oder andere Frage noch zu stellen. Die Tanja und die Magdalena sind mit Mikros unterwegs. Bitte aufzeigen, ich darf aber dennoch die Bitte stellen, wirklich kurze Fragen, damit wir einfach mehrere Fragen beantworten können. Achso, danke. Guten Abend. Kurze Frage über Zählstatistik, weil offiziell zumindest laut BMI ist, wenn eine Zuordnung nicht möglich ist, wird eine solche nicht vorgenommen. Also die offizielle Stellungnahme ist eine andere. Das ist auch heute so. Also den Fall, den die Ulla erwähnt hat, das mag früher so gewesen sein. Heute ist es so, dass es vollkommen nicht, dass wenn es unklar ist, wer es war, bei der Verbrechenserhebung, dann findet keine Zuordnung statt. Was für sich auch aus zweierlei Gründen der falsch ist. Zum einen bei dem Fall in Innsbruck, bei diesen Silvester-Ausschreitungen, diese sexuellen, wusste man ja, wer die Tätergruppe ist und hat sie bewusst nicht gezählt. Also man hat solange offiziell die unbekannt ermittelt wird oder das nicht, fällt das einmal diese Gruppe unbekannt. Und zum anderen, wenn man es selbst statistisch, realistisch abhandeln würde, dann müsste man ja auch bei den Unbekannten hochrechnen, welcher Prozentsatz dort tätig gewesen sein kann. Aber ich kann nicht sagen, sobald gegen Unbekannte ermittelt wird, ist das so automatisch weg. Das ist ja sozusagen eine dritte Art Mensch oder sagen wir es im gendergerecht, das dritte Geschlecht. Ja, mir das erst vor einer Woche erzählt. Also ich werde nochmal nachfragen. Nein, es ist so, es ist tatsächlich so. Okay. Gut, Tanja, hier haben wir. Ja, Herr Dr. Tassilo, ich möchte nur Danke sagen, es ist eigentlich der Sonntag. Das ist so wie der Kirchengang, ist Ihre Message. Ich schreibe auch manchmal Leserbriefe in der Kronenzeitung und ich will da jetzt gar nicht ausschweifen, weil es gibt kein einziges Wort, was nicht stimmt und ich möchte auch in dem Standort danken, dass Sie das heute ermöglicht haben. Danke. War jetzt aber keine direkte Frage, aber es tut gut. Danke vielmals für die Komplimente. Schönen guten Abend an alle. Erstens, das BNI hat die Frau Heine Schossig eingeführt. Gott sei Dank gibt es das nicht mehr. Als Frauenministerin. Das will ich jetzt nicht näher bewerten. Das zweite ist die Schuldenunion. Also wir zahlen jetzt schon sehr viel an Griechenland und diverse andere Länder durch die
nahezu Nullzinspolitik der EZB und auch Juncker. Und das dritte ist die Industrie 4.0. Also das heißt, die nächste Generation werden durch die IT-Wirtschaft ungefähr 40-50% der Arbeitsplätze verloren gehen. Daher bin ich gegen Null Zuwanderung. Danke. Auch ich bitte dich eine Frage. Also bitte beschränken wir uns auf Fragen, aber schön, dass Sie eine Meinung haben. Ja, Entschuldigung. Dürfte ich nur kurz fragen zu den Fake News? Wurde nichts gesagt. Danke, das war schon. Er hat sich gerade drauf aufmerksam gemacht. Nein, Fake News. Fake News, ein, weiß ich dir persönlich, sehr wichtiges Thema, wo ich da jetzt ein bisschen einfach weggeschaut habe. Die Fake News, das ist mein Standardsatz für Fake News, ist, wenn man den Menschen das Lügen verbieten wollte, dann müsste man zuerst den Politikern Berufsverbot erteilen. Das wäre mal ein Fake News-Gesetz. Und ich meine, was da getrieben wird. In Wirklichkeit, ich habe es vorher schon gesagt, es ist für die Menschen die Möglichkeit, sich zu informieren, ist so gut wie noch nie. Ich kann es auch an einem Beispiel festmachen. Gefühlt vor einem Jahr war der Terroranschlag in Frankreich, als zwei Terroristen einem Priester in der Kirche die Kehle durchgeschnitten haben oder den Kopf sogar abgetreten. Ich fuhr an dem Tag um 8 Uhr abends nach Hause und hatte, was ich sonst nie tue, Ö3 angesteckt. Und Sie müssen sich vorstellen, 8 Uhr Nachrichten, kein Wort darüber. Nur vorstellen, kein Wort. Komme dann nach Hause und schaue auf die ORF-Webseite und da stand als einzige Meldung auch eher untergeordnet, der Kirchenangreifer war erst 19 Jahre alt. Ich habe es sogar aufgeschrieben, ich war empört darüber. Weil ich meine, soll ich jetzt Mitleid haben, dass der Mörder erst 19 war und nicht 34? Was sagt mir die Meldung, dass der 19 war? Was soll ich damit anfangen? Und das Zweite, was ist ein Kirchenangreifer? Was ist das? Kirchenangreifer, was ist das? Da habe ich so geärgert und habe da Folgendes auf Facebook geschrieben. Nachdem Islamisten in Frankreich einen 84-jährigen Priester in der Kirche die Kehle durchgeschnitten haben, schreibt der ORF auf seiner Internetseite von Kirchenangreifern. Man beachte neben der Verharmlosung auch die dümmliche Wortschöpfung auf Kleinkindniveau. Das musste ich mir unterschreiben. Diese Meldung wird später der Strache abgeschrieben. Weil ich habe dann am nächsten Tag am Morgen gehört, Strache greift ORF an. Ich habe aber kein Urheberrecht beansprucht. Das wirklich Lustige daran war, ich habe auch geschaut, weil ich habe, wenn Sie mehr als 5000 Freunde haben auf Facebook, können Sie nicht nur eine normale Facebook-Seite haben, sondern Sie haben so eine Art, was weiß ich, so eine Art Unternehmens- oder Fanseite. Also die hat viele Nachteile, weil Sie können mit den Menschen nicht mehr so ganz kommunizieren, weil Facebook ja eigentlich für den privaten Austausch war und man sagt, ab 5000 Leuten ist man nicht mehr privat. Aber was der Vorteil ist, man sieht, wie viele Leute Beiträge lesen. Und ich glaube, das hatten damals gelesen 180.000 Menschen. Diesen Eintrag. Und dann wurde mir klar, welche Kraft diese neuen Medien haben. Weil zu früheren Zeiten hätte ich vielleicht das am Abendtisch irgendwo erzählen können oder jemanden anrufen und mich empören. Also wenn ich 5, 6, 7 Leuten das gesagt hätte, wäre das schon viel gewesen. Und auf einmal habe ich es 180.000 Leuten gesagt. Und davor hat man natürlich Angst. Weil das will man nicht. Weil die Menschen nicht mehr auf die staatlichen Informationsmedien angewiesen sind. Und das Erste, was alle repressiven Regime machen, ist Internet abdrehen, keine freie Kommunikation mehr. Und für mich ist am lustigsten, gerade die Deutschen, die immer das große Wort führen, wäre den Anfängern und alles, das sind die allerersten, die mit den Ideen von Wahrheitsministerien kommen und Fake News und all diesen Dingen. Dagegen müssen wir uns wirklich entschieden werden. In diese Form. Und wie ich gesagt habe, wenn man das Lügen verbieten wollen, dann sollen die Politiker bei sich selbst anfangen. Guten Abend, ich würde gerne mit meiner Frage ein kurzes Paradoxon aufweisen, dass Sie zum Beginn Ihrer Vorlesung oder Ihres Vortrags, Verzeihung, aufmerksam gemacht haben. Sie haben die Genfer Konvention abschaffen wollen, was ich jetzt nicht so unterschreiben möchte. Die Genfer nicht, nein. Die nicht, weil die so. Verzeihung, welche wollten Sie? Anpassen, okay?
die Europäische Menschenrechtskonvention und auf jeden Fall die EU-Grundrechtecharta, die Genfer Flüchtlingskonvention. Die Flüchtlingskonvention ist überhaupt kein Problem. Haben dann erwähnt, dass Personen. Ja, Genfer Konvention. Ja, natürlich. Haben dann erwähnt, dass Personen ihre Pässe wegwerfen und dann natürlich nicht mehr identifizierbar sind. Somit nicht mehr identifizierbar ist, ob sie tatsächlich Wirtschaftskriegsflüchtlinge sind, diese besagten 10%, oder Wirtschaftsflüchtlinge. Wenn sie nun diese Pässe fortwerfen und sie haben dann später konstatiert, dass man diese Personen zurückschicken müsste, ist es ja nicht mehr einwandfrei möglich, diese als Kriegsflüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge festzustellen. Also wen das schickt man noch zurück? Ist es ein Nullsummenspiel zwischen allem oder niemandem? Nein, es ist nicht, weil wenn Sie einmal ein Asylverfahren geführt haben, dann wissen Sie, dass man es recht schnell herausbekommt, wenn die Leute ihre Geschichte erzählen müssen. Und das ist oft ganz, ganz klar, ja, ob ein Asylgrund aufgesetzt ist. Also ich kann Ihnen sagen, die meisten Asylverfahren, die ich gesehen habe, und das sind nicht wenige, die haben fast gleichlautende Vernehmungsprotokolle. Ich wurde entführt, ich weiß nicht von wem, es war eine Gruppe, sie hat mich geschlagen, sie kamen immer wieder in mein Haus, ich weiß aber nicht warum. Also immer diese Geschichten unkonkret, man weiß nichts genaues und so weiter. Also sie haben nach Abschluss eines Verfahrens also recht deutlich heraus, ob ein Asylgrund vorliegt oder nicht. Und das Problem ist ja mit dieser Passwegwerferei. Es machen sich ja auch die Herkunftsländer sehr einfach. Weil sobald sie nicht identifizieren können, gehört er zu uns oder nicht, dann nehmen sie ihn einfach nicht. So einfach ist das. Und wenn Sie zum Beispiel sich auskennen im Asylrecht der Türkei, Sie können keinen Menschen in die Türkei abschieben, wenn derjenige nicht unterschreibt, dass er auch abgeschoben werden möchte. Sonst nimmt die Türkei nicht zurück. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ländern, die das so handhaben. Also es ist faktisch unmöglich, die Leute zurückzuschicken. Und ja, natürlich kann ich auch bei jemandem, der seinen Pass weggeworfen hat, sehr klar feststellen, in den Großteil der Fälle, ob ein Asylgrund vorliegt oder nicht. Danke. Die Genfer Flüchtlingskonvention steht außer Streit. Aber die Menschenrechtskonvention gehört auf jeden Fall reformiert und die EU-Grundrechtecharta genauso. Zukunft der EU, und zwar in diesem Hinblick. Laut Informationen aus Deutschland sagt man, es kommt nächstes Jahr zu einer Fiskalunion in Europa. Das haben jetzt die Club Med-Länder durchgesetzt, nachdem sie jetzt 42% Stimmen haben. Nach Brexit haben die starken Länder nur, glaube ich, jetzt 25, also sie sind überboten worden. Und die zweite Sache, das ist noch ein Thema, Target 2, über die man in Österreich überhaupt nicht spricht. Das ist die Verrechnungsmethode in den Euroraum, wo Österreich zu meiner großen Überraschung 30 Milliarden Schulden hat. Was passiert, wenn man auf einmal das Geld zurückzahlen muss? Das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich meine, ich habe auch über die EZB geschrieben und auch über die Abstimmungsverhältnisse in der EZB, in der Europäischen Zentralbank, in der die Krisenländer das Sagen haben. Also da wurden also Deutschland, Österreich, Holland regelmäßig überstimmt. Ja. Ich bin mir offen gesprochen gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich sozusagen eine Abstimmungsniederlage ist, und das ist halt so, oder ob das nicht politisch gewollt ist. Weil mir kommt so ein gutes Stück vor, dass gerade Merkel, dass gerade die jeweilige französische Führung ganz interessiert sind, diese Schuldenunion aufzubauen und dass man möglicherweise auch den Herrn Draghi ganz gerne vorschiebt. Ja, weil dann ist es halt er gewesen und dann muss sie nicht sagen den Leuten, nee, wir machen dies oder jenes. Und zum anderen gehört natürlich, das war auch eine meiner Hauptforderungen, das schreibe ich auch am kommenden Sonntag, dass man die Europäische Zentralbank auf jeden Fall zurückstutzen muss. Das ist überhaupt keine Diskussion. Also nur die Fiskalunion ist ja bereits Realität. Die Europäische Zentralbank führt ja bereits Fiskalpolitik, weil sie ja auf Eigeninitiative Schrottpapiere kaufen und faule Kredite und so Krisenländer stützen. Und was soll das anderes sein als Fiskalpolitik, die ihnen ja eigentlich untersagt ist. Nur der Europäische Gerichtshof mit seinen grausen Urteilen oftmals hat das gestützt und gehalten. Aber das gehört auf jeden Fall reformiert. Also die Fiskalunion ist tatsächlich schon Realität. Danke, Tassilo. Ich würde sagen, drei Fragen machen wir noch. Magdalena? Mein Name ist Gustav Reinoschek. Die Frage, die uns, glaube ich, alle beschäftigt, ist, wann gehen Sie in die Politik, Herr Dr. Valentin? Das ist sicher. Das heißt, Sie wollen mich nicht mehr lesen. Gut, die Frage lassen wir jetzt offen im Raum. Stimmt, offen lassen. Aber genau. Hans Dichert hat einmal gesagt, die Journalisten sind im Vorhof der Macht.
Und ich glaube, da gehören wir auch hin. Tanja, bitte. Herr Dr. Valentin, eine kurze Frage. Haben Sie konkrete Vorschläge dazu, wie man den, wie Sie vorher erwähnt haben, historisch gewachsenen Status quo ändern kann, als unbedeutender kleiner Bürger, der maximal alle 5 Jahre zur Wahlurne gehen darf und dem man natürlich 3 Jahre oder 2 Jahre vorher mit diesem und mit jenem Kuchen und dem Zucker dazu verführt, ja, dem Recht in die Stimme zu geben und wenn das nicht hilft, ein bisschen Angst zu machen und so weiter. Aber ein Vorschlag dazu wäre halt gut, wie man das machen könnte. Parteien unterstützen, die diese Linie tragen. Und wirklich schauen, was die politischen Parteien wollen, sich das nicht vorlegen lassen. Das ist ganz einfach, dass sie diese salbungsvollen Worte, was man auch jetzt immer wieder liest, sie sollen es einmal umsetzen. Und wenn sie das nicht tun, ja, vor allem etablieren sie als Bürger ein Elefantengedächtnis. Merken sie sich die Dinge, ja, und seien sie nachtragend. Ja. Das Verrückte an unserem medialen Zeitalter ist, dass es so schnell ist. Also wenn Sie heute eine Fernsehsendung haben, dann muss rein tiefenpsychologisch alle 5, 6, 7 Sekunden irgendwas passieren, dass uns die Leute nicht mehr amüsiert sind. Ja. Und diese unglaubliche Schnelllebigkeit in den Medien hat dazu geführt, dass wir heute ein kurzzeitiges Gedächtnis entwickelt haben. Das heißt, der kann heute das sagen, morgen kann er jenes sagen. Das wäre zu früheren Zeiten undenkbar gewesen, dann wären sie vollkommen unglaubwürdig geworden. Und etablieren Sie dieses Elefantengedächtnis, merken Sie sich das und richten Sie die Leute danach. Und das ist schon in der Bibel, steht nicht umsonst, wenn man jetzt wieder dabei sieht, an Ihren Taten sollte sie messen. Ein guter Pizza, ich habe die Magdalena hat noch eine Frage. Guten Abend. Es geht vor allem zu den Fake News, weil der häufigst, wenn ein Blödsinn häufig genug gebracht wird, wird er zur Wahrheit. Da gibt es 2 ganz prominente Beispiele. Das eine Beispiel ist, man bemisst das Bruttoinlandsprodukt und sagt, jetzt kann man so viel Schulden machen, als könnte man von einem Umsatz je Schulden zurückzahlen. Das ist der größte Blödsinn, den es nur irgendwo gibt. Man kann es nicht. Und dass der zweite, genauso verbreitete Blödsinn, den schon viele aufsetzen, ist, dass man behauptet, Frauen würden weniger verdienen als Männer. Selbst die ehemalige Frauenministerin Brammer hat zugegeben, dass das zustande kommt in der Statistik durch die Teilzeitbeschäftigung der Frauen. Das heißt, das ist auch ein Fake, der nur durch häufige Wiederholung geglaubt wird. Und man kann es auch beweisen, dass es nicht stimmt. Danke. Ja, das stimmt, aber das Zitat, das Sie gebracht haben, ist so nicht ganz vollständig. Das lautet nämlich korrekt: Eine Lüge, die man oft genug wiederholt, wird nicht zur Wahrheit, sondern zur Tatsache. So heißt es. Aber das ändert ja trotzdem nichts daran. Wer stellt denn fest, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist am Schluss? Ja? Denn nehmen Sie den Anschlag in Berlin. Da ist ein islamistischer Attentäter mit einem geklauten LKW in die Menschenmenge gerast. Wenn man jetzt ein Wahrheitsministerium etabliert und sagt, dieser Anschlag hat nichts mit dem Islam zu tun. Ja, das war ein Geisteskranker und der hat eine schlimme Kindheit gehabt und was weiß ich, also da zum ersten Mal einen LKW gesehen. So, und dann würde ja jede Zeitungsmeldung, die sagt, es war ein islamistisches Attentat, Fake News sein. Das dürfen Sie dann gar nicht mehr sagen, Sie würden das nicht einmal mehr lesen. Und da sehen Sie die Gefahr. Da wäre ich noch lieber angelogen, ob die Frauen weniger oder mehr verdienen. Oder wie das deutsche Fernsehen gesagt hat, das Beste, da sind sie gekommen und wollten diese Zensurbehörde, das kommende Wahrheitsministerium damit rechtfertigen. Eben auch wie es jetzt ähnlich, dass man sagt, also das ist im Internet und das sind so falsche Meldungen, die Leute glauben das. Zum Beispiel, und das ist furchtbar und demokratiegefährdet, es gab eine Meldung, die lautete, Britney Spears sei bei einem Autounfall gestorben. So. Und das ist so erschreckend, dass wir ein Wahrheitsministerium brauchen. Also mit solchen dummen Argumenten kommt man uns daher. Also ich glaube nach wie vor, dass jede Nachrichtenquelle richtet sich am Schluss vor den tatsächlichen Ereignissen. Und da gibt es auch einen freien Wettbewerb, die Leute sortieren aus und sehen, was ist seriös und was ist nicht seriös. Und abgesehen davon soll ja auch dieser Wettbewerb da sein. Wer hat die besseren Nachrichten, wer ist tiefer, wer ist analytischer? Das soll ja so sein. Also ich bin ein Feind jeder Form dieser Wahrheitsministerien. Also dazu habe ich schon zu viel George Orwell gelesen. Danke,
Sehr, sehr schöner Schlusssatz jetzt auch von dir. Gute Fragen, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Direkte Demokratie ist mir persönlich natürlich am meisten hängen geblieben, weil das ist das, was wirklich auch meines Erachtens nach die einzige Lösung ist. Ein recht, recht herzliches Dankeschön für deine Einschätzung der verschiedensten Thematiken, deine auch humoristische Aufbereitung. Also ich darf mich bei dir herzlich bedanken, auch für Ihr Interesse bedanke ich mich besonders herzlich, weil ich habe ein bisschen von den Engländern geredet, aber ich habe mich selbst an eine fundamentale englische Regel nicht gehalten, hoffe oder vielleicht doch ein bisschen, nämlich die heißt, you either have to be short or good. Sonst halte ich kurz meine Rede. Also danke für die Aufmerksamkeit.